Und damit seid grüßt man ihm Zwerge Gnome Roberts und Eggnodem zu einem neuen Part. Gut bei Deponia. Mit Rufus, mit Baby Goal, mit Rusty, mit Gretchen und mit der Pfandhexe. Und mit Rufus natürlich. Und jetzt gehen wir mal hier lang. Da gibt's was Neues zu entdecken. Du spinnst, Rolfi. Wieso denn? Nur weil ich entschieden habe, mich in Zukunft vegetarisch zu ernähren? Genau deshalb. Du bist nun mal ein Schleimmonster. Und Schleimmonster essen Kinder. Ich kann mich ändern. So. Das ziehst du niemals durch. Wie damals die Sache mit deinem Fernstudium. Wir werden das sehen. Na dann, guten Appetit. Ich für meinen Teil hau mir jetzt ein paar Kinderärmchen auf den Grill. Mach das. Ich penne erstmal eine Runde. Versuch den Mund diesmal nicht so weit offen zu lassen. Am Ende schwimmen dir noch ein paar Kinder rein. Du mich auch. Was? Lass den Mund nicht so weit offen. So viel dazu. Ich hatte Stelle für ein Nachtlager. Ja, Fernseher. Entweder die wiederholen gerade die zweite Staffel von Schwarzer Bär um Mitternacht in seiner Höhle oder der Kasten ist aus. Verstehe ich nicht, wie man mit offenem Mund schlafen kann. Das ist ja. Da fliegen die Fliegen rein und klettern Spinnen im Mund. Das ist. Ja. Dann geht's hoch. Ich habe einen Hebel. Aha. Bringt jetzt was genau? Steckdosen. Schade, dass Strom nicht in lustigen Farben geliefert wird. Dann würde man immer gleich sehen, wenn welcher fließt. Und man müsste sich das nicht erst mühsam ertasten. Tja, wie schade. Schade, dass Strom nicht in Lust... Dann würde man... Man müsste... Tja. Fernseher. Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschkuh. Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die Weißen spielen. Tja. Hey, hey, und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Das ist wirklich legendär. Und was? Ui. Frag ich sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Ich hab da schon so eine Idee. Wie wär's denn? Schnabeltier-Ei. Mit dem idealen Platz zum Nachtlager. Na, was sagt der Mensch dazu? Wenn das nicht der ideale Platz für ein gemütliches Nachtlager ist, dann weiß ich auch nicht. Sind Sie sicher? Tja. Na klar. Es ist windgeschützt, überdacht, es bietet Sitzgelegenheiten. Was will man mehr? Nun ja, es wirkt irgendwie bedrohlich. Bittchen Angst. Du sagst es, Gretchen. Wer garantiert uns, dass da keine gefährlichen Monster im Dunkeln lauern? Monster? Na, ihr seid ja vielleicht Idioten. Sowas wie Monster gibt es doch gar nicht. Nein. Außer natürlich diesem Rieseninsekt, das mich vorhin fast umgebracht hätte. Oh, ihr hättet mal seine Zähne sehen sollen. Die Greifwerkzeuge und die langen Beine. Oh, oh Gott, ich könnte mir jetzt noch in die Hose scheißen, wenn ich nur dran denke. Aber das war ja dort drüben. Irgendwo auf der anderen Seite dieser dunklen, weit auseinanderstehenden Rohre da. Was wollte ich doch gleich? Sie wollten uns erklären, warum das hier ein geeignetes Nachtlager ist. Ah, ja, das Nachtlager. Ja, also, das ist doch super, oder? Aber es ist dunkel und kalt. Boah, ey, meckerkatze24.de. Meckerkatze24. Die Domain ist bestimmt mittlerweile schon gesichert. Das Spiel gibt's schon eine Weile. So, Rotzis. Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Bittchen Angst. Boah, ey. Meckerkatze24.de. Ist 200%ig ist Meckerkatze24.de schon längst gesichert. Das ist
Kriegst du nicht mehr. Ist schon vergeben. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Mädchen. Boah, ey. Boah, ey. So, zu Fragezeichen. Wo sind wir jetzt hier hineingeraten? Oh, Schreck. Goon und June. Moment mal, diese Obdachlosen kenne ich doch. Der Goon, der kommt mir seltsam bekannt vor. Äffchen. Hiermit erkläre ich meine Suche nach dem fehlenden Glied zwischen Mensch und Affe für beendet. Denn von so einem möchte ich gar nicht abstammen. Was für ein lustiges Äffchen. Ich bin kein Affe. Und es spricht. Kannst du noch andere Tricks? Ich kann dir dein Nasenbein ins Gehirn rammen, wenn du unbedingt willst. Boah. Ich dachte eigentlich sowas wie mit Köteln werfen oder so. Irgendwas Lustiges halt. Ach, Rufus. Bei der Musik kann man ja ein Auge zudrücken, aber an dem Show-Act muss noch ein bisschen gefeilt werden. Auf jeden. Was kostet es, das Äffchen tanzen zu sehen? 5 Slotty. Und wenn ich ihm eine Erdnuss mitbringe? Hey, ich bin kein Affe und der Preis ist nicht verhandelbar. Wow, es kann sprechen. Na gut, sagen wir 2 Erdnüsse. Ach Mensch, Rufus. Hier haben wir einen Türsteher. Da geht's zu Fahrzeichen. Almighty! Was soll denn das werden? Na, wonach sieht's denn aus? Ich gehe in den Pub. Mit deinen Stöpseln im Schlepptau? Bist du ungesund gefallen, oder was? Das sind nicht meine Stöpsel, ja. Ich muss doch bitten! Ja, das hat Paps auch immer gesagt. Und dann hat er Macy und mich vor der Kneipe angeleint. Und? Hat es euch geschadet? Bei Macy weiß ich es nicht. Ihre Leine ist irgendwann gerissen. Oh. Tja, okay, durchkommen wir erstmal nicht. Der Kerl wirkt zwar groß und bedrohlich, aber vielleicht steht er nur irgendwo drauf. Tja, du hast mich ertappt. Ha. Ich stehe auf einem Typen, der sich an mir vorbeischleichen wollte. Oh. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Natürlich. Was auch sonst? So geht das nicht. Onkel Rufus muss jetzt dringend in den Pub. Das Schicksal der ganzen Welt hängt davon ab. Und Durst hat er auch. Nicht Leine lassen. Ihr könnt mir doch nicht ewig am Fuß kleben. Werdet ihr denn nicht mal müde? Ehrlich gesagt sind wir wirklich schon lange reif fürs Bett. Na dann los! Haut euch aufs Ohr. Und wo bitte sollen wir uns hinlegen? Ach, ist doch nicht mein Problem. Oh doch, das ist es. Entweder die bringen uns richtig zu Bett, oder wir laufen einfach immer weiter hinter ihnen her. Rufus muss man dringend Leine lassen. Damit die ihm nicht so sehr am Fuß hängen. Hier kann man nichts klicken. Okay. Schade. Kiste. Hier. Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Sehr schade. Nach Größe und Gewicht zu urteilen, befindet sich in dieser Kiste eine geringfügig kleinere Kiste. Oder ganz was anderes. Schwer zu sagen. Wie kommen wir da jetzt hoch? Zum Rohrwald. Achso, da geht's wieder zurück. Und was haben wir jetzt hier zum Nachtlager? Zur Laterne? Zum aussätzigen Dorf. Das klingt ja super. Komme ich hier vielleicht irgendwie hoch? Hier zum Kuhn hin? Sprosser. Sehr gut.
Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rufus, wir kommen nicht hoch. Wer sagt denn, dass ihr hier hoch sollt? Wir müssen bei Ihnen bleiben. Hier ist es viel zu gefährlich für Kinder wie uns. Ach, ist doch dummes Zeug. Gefährlichkeit ist wie Gespenster. Sowas gibt's gar nicht. Und hier schon gar nicht. Die ganze Gegend voller netter Leute. Na los, geht pielen. Hey, psst. Was? Mitschnacker. Rufus? Niedlich, die haben ja schon Freunde gefunden. Alles klar. Hey! Aber Herr! Schon klar. Da können wir nicht rüber. Tja. Aber mit Goon und June können wir reden. Goon, alter Haudegen! Was machst du denn hier? Oh nein. Alles, nur das nicht. Ist das ein Freund von dir? Weit davon entfernt. Himmel, Goon. Warum bist du denn so schroff zu dem armen Mann? Er hat leider gute Gründe. Wir waren mal richtig dicke Kumpels. Was? Waren wir nicht? Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Projekt am Laufen. Hatten wir nicht? Aber dann habe ich ihn einfach sitzen lassen. Ich mache mir bis heute die entsetzlichsten Vorwürfe. Wovon redest du denn da? Ich habe drei, in Worten, drei verdammte Kreuze gemacht, als du endlich weg warst. Ja, ich weiß. Du bist verbittert. Umso besser, dass wir uns wieder treffen. Ich habe so einiges wieder gut zu machen. Ich verstehe nur Seibernhof. Ha, wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Du hast mich noch gar nicht deiner reizenden Begleiterin vorgestellt. Muss das sein? Aber Goon. Na gut. June, das hier ist Rufus. Rufus, das hier ist June. Meine Freundin. Freut mich sehr, Rufus. Jetzt mal nicht so voreilig. Ja, die Stimme, die kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Sehr seltsam bekannt kommt die mir vor. Ich weiß auch nicht, woher kommt die euch bekannt vor? Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle. Ein wärmendes Lagerfeuer. Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. Klingt so, als hättet ihr Spaß gehabt. Spaß? June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Goon nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal. Da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genauso zu stinken wie die. June, glaub ihm kein Wort. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, solche Partys hatten wir damals auch. Oh je. Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Und statt jetzt könnte ich nicht glücklicher sein. Nicht glücklicher? Ja, war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, oh, ich kann romantisch. Nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so gebessert habe. Und das werde ich beweisen. Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Nein, dann befragen wir es doch ein wenig. Ihr beide seid so richtig zusammen? So mit allem drum und dran? Knick, knack? Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super. Auch knick, knack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das. Sagen wir einfach, unsere Beziehung hat nochmal so richtig einen Neustart bekommen. Ja, die Sache zwischen Rufus und Goon, das ist Stoff für ganze 4 Bände. Ja. Wirklich. Und, ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge.
Uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, 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 das geht so nicht. Ihr seid so tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach, was Haus? Eine Villa. Die schönste Hausvilla für das schönste Paar von Portafisco. Oh, das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, 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 Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus. Nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Aber Boon, was ist denn los mit dir? Ein Leben in der Kloake. Kommt das Rufus nicht bekannt vor? Auf der Ponia. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Boon. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Boon, was ist denn nur in dich gefahren? Ist schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben. Fürchte ich. Boon, er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus, ich bin dir nicht böse. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss, um es wirklich wieder gut zu machen. Was? Nein, 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 nichts tun. Es ist gut, hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Oh, Himmel. Das wird nix. Ich bestehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich, so wie es ist. Ja, klar. Glücklich im Rindstein. Ihr Spaßvögel. Nee, aber mal im Ernst. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Was hast du vor? Auf Feier. Sag ich nicht. Lasst euch einfach überraschen. Ist das nicht aufregend, Boon? Boon, zitterst du etwa? Oh, halt mich. Das kann ja nur in die Hose gehen. Wir sehen uns. Bitte, bitte, bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Boon. Tja. Das kann ja nur... Gulligitter. Aha. Schauen wir da nochmal nach. Juhu. Hm? Rufus, oh, was? Bist du das? Nein, du spiegelst dich nur in einer Pfütze an der Bordsteinkante. Natürlich bin ich es. Warte mal, du bist in der Kanalisation gelandet? Haha, du sitzt ja voll in der Scheiße. Wenigstens tue ich was Nützliches. Toilettentieftauchen, toll. Ich habe Goal gefunden und weiß, wo die Nukleinsäure ist. Und was hast du geschafft? Ich habe meinen Mantel sauber gehalten. Hast du in deinem sauberen Mantel auch schon die Rebellen alarmiert? Noch nicht. Dafür habe ich Boso getroffen. Leider ist er nun wirklich keine große Hilfe. Und das ist eine Neuigkeit? Nee, das nicht. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir uns durch dieses Gitter hindurch austauschen können. Ja, das könnte noch nützlich werden. Ich könnte dir Gegenstände nach unten reichen. Ach, es wäre doch zu schön, wenn es dafür ein neues Interface-Element gäbe. Nein. Das gibt's doch niemals. Das wäre doch... Mensch, toll, du. Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum. Na schön, ich guck mich dann mal weiter um. Vielleicht finde ich ein bisschen Klopapier für dich. Wenn du die Wahl hast, nimm das dreilagige mit den Luftpolstern. Das wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Luftpolster. Quatsch, in Intertool zum Luftpolster. Nicht Luftpolster-Dingens, sondern in Intertool zum Sachen übergeben. Was könnten wir denn da unten gebrauchen? Eine Antennengabel, vielleicht können wir die... Teamwork, Job freigeschaltet. Jetzt haben wir hier eine Antennengabel. Tja, können wir mal schauen, was wir damit anfangen können. Die konnten wir oben, glaube ich, relativ selten benutzen. Das hat uns recht wenig gebracht. Können wir hier unten mal gerade benutzen. Ich glaube, das ist hier unten nützlicher. Hallo, Mitschnacker. Und darum, liebe Kinder, ist es zu eurem Vorteil, wenn ihr mir in meinen dunklen Wagen folgt. Was geht denn hier ab?
Ihre zwielichtige Gestalt versucht uns unter nicht weniger zwielichtigen Umständen in deinen Lieferwagen zu locken. Und worauf wartet ihr noch? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kinder dürfen nicht zu Fremden in den Lieferwagen steigen. Das ist eine sehr wichtige Regel. Regeln sind was für Leute, die zu ungeschickt zum Schummeln sind. Ich bin der festen Überzeugung, dieser freundliche Herr hat nur die allerbesten Absichten. Nicht wahr? Genau. Er behauptet, er habe einen Streichelzoo mit niedlichen Tieren da drin. Ein Streichelzoo? Ist das wahr? Was? Naja, eigentlich. Ich zuerst, aus dem Weg. Er sieht doch ganz sympathisch aus. Ganz schön dunkel hier für einen Streichelzoo. Ja, wo sind denn jetzt die niedlichen Tiere? Naja, hier, direkt vor Ihnen. Uiuiui, ich bin ja so gespannt. Niedliches Pelztier. Rufus. Ich weiß ja nicht. Oh, was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um? Anne. Na doch, Sie erwürgen es. Na nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort! Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du bist sowieso gerade fertig. Ach du Scheiße. Und? Was und? Es war super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Ich will sterben. Ich bin schon ganz gelb vor Neid. Und dann will ich lachen. Ein Abdruck. Warte mal kurz. Warte mal. Schwerstes Papier. Können wir das mal... Ich will es eigentlich gar nicht sehen, aber... ein Abdruck. Oh, Schreck. Klopf, klopf. Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Hey! Was soll denn das? Menno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte mir doch nur noch mal deine Tierchen an. Aber... Oh. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Niedliches Pelztier. Oh, was tun Sie denn da? Na, nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort! Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du bist sowieso gerade fertig. Und? Haben Sie jetzt einen Beweis? Und ab! Was? Ach ja? Und was soll das bitte darstellen? ach du Schande, das ist doch der, das, ach du Schande. Jetzt wird mir so einiges klar. Ein kunterbunter Schmetterling. Das soll ein Schmetterling sein? Na klar, guck doch mal genau hin. Hier sind die Flügel, hier die, naja, die sind da. Ein Schmetterling. Ach du Schreck. Ja. Ein putziges Tierchen. Ich bleibe dabei. Ein Schmetterling. Okay, vielleicht können wir es jetzt mal, weil das könnte der doch sehr gut gebrauchen. Das können wir doch mal hier mal probieren. Er hat jetzt einen Abdruck. Oh mein Gott. hier. Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Falsch. Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Verrückt. Ach, herrje. Das hat nicht viel gebracht. Vielleicht. Hat erst Zeit, der. Aber ab so. Das hatten wir doch alles schon. Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Andererseits könnten die Informationen darauf irgendjemandem das Leben erleichtern. Und ich bezweifle, dass ausgerechnet er bereit ist, sich helfen zu lassen. Es stimmt wohl, was man sagt.
Ärzte sind die schlechtesten Patienten. Ich behalte die Idee auf jeden Fall im Hinterkopf. Schade. Vielleicht. Soll es doch nur. Ach, verdammt. Abbruch, Abbruch. Und Ninjas, die. Wie er von A nach B kommt, ist mir auch nicht klar, aber er kommt von A nach B. Das ist die Hauptsache. Und dafür bin ich. Flyer, vielleicht können wir den aufbauen. Nein! Verdammt! Dies hier ist ein Schild. Ich duschen, Zwergi. Mama, und was schreibt? Sie schreiben. Vielleicht kommen wir bei dem Therapeuten jetzt ein bisschen weiter voran. Ich bräuchte noch eine. Na gut. Vielleicht kann man ja was austauschen. Hinter uns. Wenn Sie wollen. Diesmal. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Eigentlich haben wir ja schon alles ausprobiert. Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Tja, das hatten wir ja schon, zumindest so ähnlich. Kommen wir. Was erkennen Sie hier raus? Das ist eindeutig der Schmetterling. Ein wunderhübscher Schmetterling. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes. Machen wir einfach weiter. Was erkennen. Das bin dann eindeutig ich, das wie bin die Welt ich, wie ich die Welt rette. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes. Wieso? Das. Ja. So, wenn Sie lieber. Aber ich hab doch. In dem Fall soll für Leute. Sie sollten es. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Hat wohl nichts gebracht. Was machen wir jetzt mit dem Abdruck? Was können wir damit anfangen? Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht.